Ja, hallo, schönen guten Tag, liebe Leute, herzlich willkommen bei diesem neuen Video. Wir haben uns einfach mal überlegt, wir machen ja ein kleines Bastelvideo, da sich Robis Spielekiste sich sein nächstes PC-Upgrade sich gekauft hat. Mhm. Und da er dann nicht mehr auf dem Athlon... Ja, kann so ruhig mal rumdrehen. Und zwar ist das ein Athlon X4, also ein Athlon 2 X4 640 mit 3 GHz auf einem 3 Plus Plattform. Und leider ist die Leistung des Prozessors nicht mehr so gut für heutige Verhältnisse. Darum muss jetzt ein neuer Prozessor her. Und hat er sich was Tolles besorgt, und zwar einen Ryzen 3 mit einer integrierten Radeon Vega einen Einheit drin. Jo. Hier haben wir vier echte Kerne mit 3,7 GHz Boost und 3,5 GHz im Basistakt. Und ich finde, das ist für heutige Verhältnisse mehr als ausreichend. Hier ist mal ein kurzes Bild vom Prozessor selbst drin. Und ja. Und dieser Prozessor wird hier in dieses Mainboard hier geplatzt. Hier haben wir schon mal ein bisschen dieses, was man halt immer alltäglich hat. Die Gebrauchsanweisung. Und hier, ja. Und hier ist das Mainboard drin. Das ASRock A320M WGS. Klingt ein bisschen wie DTS. Ja, das habe ich auch allererstes gedacht. Ja, es hat... Du kannst auch so zeigen, ne? Weil... Ja, damit es für die Kamera nochmal zu sehen ist, hier ist halt alles mögliche, aber ich werde das dann nochmal erzählen, wenn das Mainboard ausgepackt ist. So. So, und wo kommt das alles rein? Natürlich in dieses... Gehäuse aus dem Jahre 2008. Ja. Damals war es noch für Windows Vista noch ausgelegt. Ja, ich bekomme auch wieder das Würgerät, wenn ich Vista höre. Ja, ich habe ja nur mal Arschtritt gekriegt. Jo. Bei der. Was haben wir hier für ein Netzteil? Hier ist eins mit 250 Watt, aber ich glaube, wir werden das von den anderen Dings einbauen, weil das hat 400 Watt und das hat 250 Watt und ich weiß nicht, ob der Ryzen auch mit diesem China-Böller auch laufen wird. Ich meine, der Ryzen, der verbraucht zwar 65 Watt. Und der verbraucht 95 Watt. Und ja, dann will ich mal einfach mal sagen, let's bastel. Der ist ja schon an. So. So. Jetzt ja nicht. Es ist auch gut ausgeleuchtet. Ja. Aber gut. Bisschen dunkel, aber das geht. Erstmal geht es darum, alle Kabel zu lösen. Warte mal, ich mache noch eine ganz kleine Sache. Wir sind natürlich wieder voll vorbereitet. Ja. Wie immer. Wann sind wir mal voll vorbereitet? Ja. Eigentlich gar nicht. Wenn wir Videos machen, dann machen wir sie spontan. Wie immer. So, hier haben wir noch IDE, was eigentlich heute für viele jugendlichen Zuschauer ein Fremdwort ist. Was ist das? Das ist... der Vorgänger von SATA. Der Opa. Der Vorgänger vom SATA. Und hier seht ihr schon mal einen recht hässlichen Kühler von AVC. Die wurden meist so in all die PPCs verwendet. Und wir werden. Das ist immer so wie das hier, ne? Ja. Und wir werden nur das Mainboard ausbauen. Wir werden nicht den Arbeitsspeicher lösen, wir werden nicht den Prozessor nicht lösen, wir werden die Festplatte ausbauen, das Netzteil werden wir ausbauen. Oder das hier wird jetzt sehr oft für, das ist VR. Ja, das ist super. VR.
ist das nicht, nee, ich glaube Super VGA ist, glaube ich, schwarz gewesen, ne? Also dunkel gewesen. Nee, ich meine nur, das sagen jetzt alle, das ist Schule. Mhm. Schulanschluss. Schulanschluss. Ja, du weißt auch, wegen Beamer. Ja, stimmt. Die Papa, die Sachen schon mal weg. Ja, die Karte ist schwer rauszukriegen. Ja, weil hier so eine olle Lasche hier ist. Aber es geht ganz gut. Das ist eine XFX Radeon R7 oder eine R9. Ich glaube eine R7 200. 200 Serie. Nur das Geile ist bei die Karte, ne? Ja. Die kann man noch ein bisschen kleiner kriegen. Ja, das geht auch. Wie meine Soundkarte. So. Wo ist denn die Soundkarte? Ich weiß gar nicht. Ist sie irgendwo verbaut? Nee. Dann weiß ich es jetzt nicht. Dann bauen wir zunächst mal die Festplatte aus. Okay, weiß gut. So eine Schublade. Ich weiß nicht, ob hier auch noch eine SSD noch reinpasst. Ja. Ja, ne? Ja, da muss ich den. Oh, ich muss den Lüfter hier erstmal ausbauen. Ja. Die Hässlichkeit. Das sind vier blöde Ecken. Ja. Darum hasse ich diese Art von Lüfter. Versum. Keine Ahnung. Wir brauchen ja nur den Lüfter und das ist übrigens hier der Kühlkörper von Intel. Der sieht enttäuschend ähnlich von AMD aus. Mhm. So, hier ist die Festplatte. Es ist eine Seagate Barracuda 7200.10 mit 250 GB. Die hatte damals schon SATA schon gehabt. Mhm. Apropos. Sieht ja täuschend ähnlich aus, ne? Mhm. Nee, hier. So ein bisschen ähnlich. Und ja, hier ist schon mal Wärmepasse schon drauf. Und was uns noch aufgefallen ist, der Lüfter. Ich weiß nicht, ob man es hört. Ja. Er macht ein paar Laufgeräusche. Also, ich weiß nicht, was los ist. Aber wenn ich mir vielleicht dann irgendwann mal den 2700X hole, dass ich dann nicht so einen lauten Lüfter kriege. Ja, ich glaube. So, Stecker ziehen. Ich hoffe, man kann das alles gut sehen über die beiden Telefone. Ja, wir filmen gerade mit Handys. Ja, weil. Sie filmen mit Handys. Habt ihr keine Hobbys? Nee, wir haben keine Hobbys. Wir arbeiten ja gerade aktuell auf Gelände. Neben unserer Ausbildung. Was? Ich mach eine Ausbildung? Was ist denn das? Kannst du auch mal aufhören, so blöd zu fragen? Ich meine dich jetzt. Ich meine auch nur, dass ich sag doch nur schon mal voraus, was viele junge Leute jetzt denken würden. Apropos, was ist das eigentlich beim Mainboard? Oh, ich krieg's. Alter, was ist das für ein Stecker? Ich krieg ihn gar nicht raus. Ach ja, stimmt. Achso. Den habe ich ganz gut reingekriegt, ne? Ach du Scheiße. Also reingeprügelt oder wie? Ja, kannst du kurz halten. Ich muss mal. Du warst schon, Gas austauschen. So, in der versuche ich jetzt mit einer Hand die Schrauben rauszudrehen aus dem Netzteil und dabei das Handy noch zu halten. Aber ich glaube, das müsste ich eigentlich jetzt nicht zeigen. Ihr wisst ja, wie man ein Netzteil ausbaut, aber ich kann gern irgendwann noch mal. Tutorials machen, wie Computer aufgebaut werden. So, jetzt ist es besser. Jetzt übernimmt wieder der die Kiste. Der Kamerafreund. Ja, die Kiste. Das ist halt ein bisschen friemelig, aber es geht. Und jetzt ist es wichtig, das Netz dabei trotzdem ein bisschen festzuhalten, weil wir wollen nicht, dass hier nichts abbricht. Diesen blöden Netzteil. Naja. Boah, da hast du ja eingedieselt, ey. Okay, hier. Ich hab nur einmal kurz gesprüht. Hier ist ein 0815 China-Böller. Einmal? Wie sie gern für Silvester genutzt werden. Hätte ich jetzt wirklich gemacht. Rausgeschmissen? Ja. Das Fenster ist da. Aha, warte mal. Ey,
Benny, Steilpass. Nee, das kommt in der anderen. Und ich sehe gerade, das Mammut hat noch die alten Knallkondensatoren drin. Knall? Ja, diese Riesenknaller hier. Diese Riesenböller hier. So, das ist jetzt. Aber das zeigt man nochmal nicht. Wege? Ja, diese alten hier. Diese Böller hier, diese. Die ganz leicht Puff machen können. Und was ich gerade gemacht habe, ne? Hast du Zuckung eben? Nee, Zuckung wäre das. Okay, der kommt also da rein. Oh, was ist das für ein Stecker? Ist das. Achso, hier, das ist hier für dieses Pedal. Brauchst du das eigentlich? Ja. Das ist hier natürlich, ist ja klar. Aber wie sieht der Frontpanel nochmal aus? Panel 1. Ach, das ist ja praktisch. Hier sind die Stecker vom Pendel zu einem eisigen Bündel. Das ist ja cool. Ja, da hat mir ihren Panel da. Du meinst Pocket Bell. Das ist ja nicht Medion. Ich überlege gerade auf die Festplatte zu benutzen. Das ist der Soundadapter. Ja. Hier ist für USB, also in dem Fall noch USB 2.0 mit einem hübschen gelben Stecker. Was? Es gab USB auch mit gelben Steckern? Ja, in dieser Zeit war vieles halt noch schön bunt. Also so nicht so wie heute mit Kabelmanagement und Ordnung und clean und. Warte mal, soll ich das mal an den anderen Mainboard zeigen? Ja. Ein Mac? Switch nur mal kurz rüber. Und diese meisten Anschlüsse. Ich finde, das ist ja von meinem alten Tower-Zeichen, aber. Was? Von meinem alten Tower. Von deinem alten Tower? Mhm, aber naja. Ich habe keinen Bock, den aufzumachen, weil da ein Fernseher drauf steht. Wer hat das schon, ne? Soll ich die Leute zeigen, wie mein Ding aussieht? Na hier. Ich glaube, das brauchst du den nicht zeigen. Nee, ist schon zu verrückt. So, jetzt dürfte man es eigentlich leicht rausbekommen, wenn alles gut geht. Oh. Das ist noch ein bisschen verantwortlich. Das muss man sagen. Ich will ja nichts kaputt machen, aber ich glaube, hier ist nichts weiter, ne? Ach gut, alles klar. Hat nur ein bisschen verklemmt. Jetzt prüfe ich den Sitz der Schrauben, ob sie alle noch drin sind. Ja. Ah, ist ganz schön staubig, ne? So ein bisschen. Okay, jetzt ist das Gehäuse leer. Und es wiegt nichts. Doch. Das Laufwerk, das müssen wir ja auch noch ausbauen. Und bei Robert möchte ja sein Sony Laufwerk ja drin haben. Mhm. Was ich auch ganz gut verstehen kann. Mhm. Sony? Und was Asus? Ah, Asus? Wolltest du nicht dein Sony-Dings nicht drin haben? Sony ist doch, Ach, Light-On, ja. Das andere ist ja von Light-On. Das ist von Sony. Okay, jetzt... Das andere ist auch von Sony. Jetzt kannst du mal hierher... Mal hierher gucken. Jetzt baue ich die Backplate ein. Die wird einfach... an eine Stelle ein bisschen leicht reingedrückt und dann... mit etwas leichtem Druck dann... Mach doch den Bein. Es ist meist eine friedliche Sache, aber. Nicht so, ob ich rumrenne, ja. Ja, ne? Nein. Ich hasse es einfach nur. Das ist eine andere Bank. So, das wichtigste Teil haben wir jetzt schon mal drin. Die Backplate. Jetzt kommt das Motherboard. Ja, was genau an deine Füßen liegt. Ja. Ich komme jetzt einfach mal raus. Willst du vorher die CPU installieren?
Ja, das würde ich auch sagen, dass wir zu. Weil da muss ja erst dass mal wir das Mammoth erstmal leicht erstmal vorbereiten. Wir können den Arbeitsspeicher noch nicht einbauen, da er noch nicht da ist. Nee. Wir können zuerst mal jetzt kann ich gerne nochmal zeigen. Hier haben wir den AM4-Sockel. Das ist erstmal gesunken. Zweimal RAM-Bänke für 2x16 Gigabyte. Also man kann quasi bis zu 32 Gigabyte dann einbauen. Einmal Ultra M.2, also Robert ist somit auch noch auf dem neuesten Stand. Aber wo kann ich jetzt noch das andere anschließen? Welches? Hast du gesagt, was brauchst du das wirklich? Ach, diese Schraube, oder? Nein, ich meine hier. Kartenleser. Weiß ich gar nicht, wo der rankommt. Ach, die gucken denn das in eine Papier rein. Oder in die Toilette rein. Okay, oder du nutzt es nur als Dekoration. Dann gibst du mir bitte mal den Prozessor, ja? Achso, da ist er schon. So, ich hoffe, ich mache jetzt nichts falsch. Wenn ja, dann korrigiere ich einfach, wenn ich irgendwas falsch gemacht habe. Ja, erstmal den Hebel aufheben. Hier haben wir das Wichtigste. Den Ryzen 3 2200G. Und ja, ich habe das schon rausgenommen. Und das ist mein allererster Ryzen, den ich jetzt auspacke. Das ist was ganz Besonderes. Was ist daran bitte schön Besonderes? Ja, man kann es halt mit ARM3 und danach auf ARM machen. Hier ist der Pfeil und der muss hier oben hin. Der passt auch nur in eine Richtung. Ich sag nur eins. Es ist ja nur spannend, da man ganz halt nur AMD3 nimmt und das allererste Mal AMD4. Jetzt gibt mir jetzt ist der Kühler drin. Du musst auch erstmal hier. Stimmt. Da war ja noch was. Wir müssen ja noch die Halterung ja noch abmontieren. Die Halterung ist eigentlich da wieder, wenn man noch Kühler für AM3 oder für AM3 Plus oder für AM2, dass man die dann da anschrauben kann. Das heißt, eigentlich könnte ich auch den anderen installieren. Könntest du auch. Aber wir testen erstmal den Lüfter, der da mitgeliefert wird, damit wir noch ein gutes Testergebnis noch machen können. Und mit der integrierten Wärmepaste. Eine blöde Frage, kann man doch den UEFI auch ohne Arbeitsspeicher rein? Ich glaube nicht. Ich weiß nicht, aber ich glaube nicht. Also der die auch doch die. Doch die Backpack, die muss sein, ne? Weiß ich nicht. Ich glaube ja. In der Toilette steht es ja nichts drin. In der Toilette. Dann gib mal bitte mal den. Wir können ja noch mal ganz kurz nachgucken. Ich schaue mir mal die Klammer an. Ja. Nö, ich glaube doch, das muss verschraubt werden. Okay. Guck hier, da hier sind noch hier diese Schraubösen. Haben die Logo kann auch noch rumgucken. Ich dachte, das ist so wegen dem Kabel. Na gut. Und das kann man ja drehen. Und jetzt ist es wichtig, immer schön über Kreuz. Wie beim Auto. Muss man auch über Kreuz. Wenn man die Reifen wechselt. Und erstmal nicht zu fest, immer schön gleichmäßig. Rein, ja. Ich will auch nichts kaputt machen hier.
Diese Geräusche, die machen mich ein bisschen kirre. Glaube ich dir. Mich auch. Mich auch, ne? Was für ein Deutsch. Ja, tolles Deutsch. Herr Schabel, du hast noch 20. Lukas. Okay. Krieg ich die Schrulli nicht reingedreht hier. Auch jetzt ist sie drin. Gut. Alter, mir läuft schon der Schweiß, ey. Soll ich mal Fenster aufmachen? Der Angstschweiß. Oder soll ich Lüfter anmachen? Nee. Oh, diese Geräusche, ich geh mal ein bisschen auf den. Hab mal jetzt mal Lüfter angeschaltet, dass hier ein bisschen zu warm wird. So, alles klar. Jetzt bauen wir das Mainboard. Jetzt müssen wir erstmal gucken, dass auch die Schrauben alle korrekt sind. Und dürfte schon funktionieren. Die zwei sind schon mal richtig. Oben. Da gibt es keine Haltung, nur hier unten. Doch, da ist es schon mal richtig, da ist auch schon mal richtig. Da ist nichts. Da ist schon. Ich würde mal sagen, die Schrauben sind korrekt. Das Lustige ist, ne? Versuch mal den hier runter zu drücken. Das geht nicht. Das ist so eine Schnellspannfunktion. Und jetzt über Kreuz festziehen. Erstmal hier oben. Und auch nicht zu fest, weil sonst macht das Memo und ist im Arsch. Entschuldigung für das Machtwort, aber oh, du hast schon wieder ein ziehen lassen und es stinkt. Entschuldigung! Ich habe heute Nudeln gegessen. Das ist eigentlich keine Ausrede. Natürlich hat er auch Menü 1 gehabt. Oh, ist dein Ernst? Alter! Was denn? Voll die Luft hier. Hast du dich aber gerade nur gegen Lüfter gehalten? Ja, das ist es hier, du Fett. Boah. Mein Handy. Einen Schrauben muss ich noch machen. Ey, komm schon. Durch den anderen denn schon herum? Das Netzteil? Mhm. Jo. Aber den muss ich alles abbauen. Jo, dann machen wir einen kurzen Cut. Und sehen uns dann nach einer kurzen Pause dann wieder. Jetzt mal im Zwischenland. Ein Ryzen Maymord in einem 0815 Case. Okay. Bis gleich. Tschüss.